Hallo liebe Filmfans und fucking Freaks, kurz ein kurzes Vorwort zu jetzt diesem Update-Video und dem nächsten Video, was meine Einkäufe von der Filmbörse in Münster behandelt, von der Filmbörse am 6.3. glaube ich war die. Ich weiß, wir haben es schon April, aber eben halt durch ein bisschen Verzug im persönlichen Bereich, Arbeitsbereich etc. pp. Bin ich jetzt eben halt erst zum Upload der Videos gekommen und wollte nur ganz kurz eben hier in diesem kleinen Statement klarstellen, dass es eben halt, ne, weil es eben halt schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, dass das eben halt noch aus Februar, März diese Videos sind und ab dem nächsten Update nach dem Filmbörsen-Update eben halt ja, wieder aktuell ist. Also nur kurz eben halt das zur Einordnung. Und ja, würde ich einfach sagen, viel Spaß bei diesem Update und eben halt dann dem nächsten Video das Update der Filmbörse aus Münster. Hallo liebe Filmfans und fucking Freaks, willkommen zu einem wieder leider größeren Update-Video. Ja, fangen wir mal an mit einem einer Blu-ray, die glaube ich auch gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Und zwar habe ich mir gebraucht gekauft bei eBay die Blu-ray Dead Space Aftermath, freigegeben ab 16. Gibt es auch eine 3D-Variante von, aber hier ist es die ganz normale Blu-ray Auswertung. Richtig klasse Spiele, ich sag mal Spiele, Anlehnungsadaption, richtig klasse, Dead Space Aftermath, habe ich auch schon mal auf DVD gehabt, Bombe. Dann habe ich von einem Kumpel, ganz geil, liebe Grüße nochmal jetzt hier durch oder hierbei an Andreas, der hatte mir in seinem letzten Paket ein paar Harry Potter Filme. Ich glaube, bis auf zwei hatte er mir alle geschickt. Jetzt kam ein anderer Kollege und hat mir Folgendes geschenkt. Zwar nicht mehr in so super Zustand, aber was soll's. Alle Harry Potter Filme im Blu-ray Steelbook. Dazu muss ich sagen, die sehen sind von außen, sind die ja gut bis sehr guter Zustand. Von innen sind fast alle Halterungen von den Booklets gebrochen. Also abgebrochen. Entweder eine Halterung oder beide. Mein Gott, für geschenkt an den Disc selber ist nichts dran. Von daher einmal hier Harry Potter 1, also Harry Potter und der Stein der Weisen. Dann Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Dann natürlich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Dann Harry Potter und der Feuerkelch. Dann haben wir Harry Potter und der Orden des Phönix. Und alle im Übrigen freigegeben ab 12, außer Harry Potter und der Stein der Weisen. Der ist ab 6, glaube ich, freigegeben. Dann haben wir Harry Potter und der Halbblutprinz. Und dann haben wir Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und 2, wo aber die Pappschuber, wo immer die ganzen Infos drauf sind etc. Nicht mehr bei sind. Aber ich sag ja, für geschenkt, why not? So, dann hatte ich ja von Andreas auch noch die Blu-ray gekriegt, die Insel der besonderen Kinder. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Der liebe Olli, der Moviepicker, hatte das Savi-Steelbook abzugeben. Und hier ist es. Habe ich jetzt die deutsche Blu-ray reingetan, weil auf der normalen Blu-ray hier drin keine deutsche Tonspur ist. So gesehen einfach ein kleines Upgrade. Und ja, zum Film brauche ich großartig nichts sagen. Es ist freigegeben, aber 12. Es ist ein richtig super Fantasy-Film.
Finde ich auch einen richtig guten Film von Tim Burton. Also Tim Burton ist ja so, mal hat er ja super Filme, dann hat er ja so, ich sag mal, seine Phase, wo er Dumbo macht und den total, der total Mist ist. Aber den finde ich, fand ich richtig gut. Und ja. Ist ein richtig toller Fantasy-Film, kann ich echt nur empfehlen. So, dann geht's weiter. Und zwar habe ich. Ja, es ist mal wieder Anime-Time. Ganz günstig geschossen, ein Blu-ray-Paket. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich das so hoch, so wie ich das auch gerne hätte, hochgehalten bekomme. Alle niegelnagelneu eingepackt. Richtig klasse. Volume 1, Movies 1 bis 4, Dragon Ball Z, freigegeben auf 12. Movies 5 bis 8, Dragon Ball Z, auch niegelnagelneu eingeschweißt noch, freigegeben auf 12. Movies 9 bis 13, freigegeben auf 12, auch niegelnagelneu. Wobei ich das hier natürlich genial finde, dass Movie 12 und 13, die ja bei uns in Deutschland als ein Film rauskamen, hier in der Originalfassung drauf sind, sogar mit Untertiteln, also komplett uncut. Das finde ich schon mal nicht verkehrt. Dann mit im Paket, im Blu-ray Steelbook, Dragon Ball Z Kampf der Götter, auch freigegeben auf 12. Dann Dragon Ball Z Resurrection F, auch freigegeben auf 12. Und dann zu guter Letzt Dragon Ball Super The Movie Broly, freigegeben auf 12. Und Toppreis und klasse. Also als Dragon Ball, ich finde Dragon Ball Z ja sowieso genial, beziehungsweise Dragon Ball Z. Super ist so, ja, muss man nicht haben, aber ist auch nicht so schlecht. Aber mega. Und wie gesagt, für den Preis, was ich dafür bezahlt habe, kann ich nicht meckern. Jetzt habe ich eben halt in bester Bildqualität, sage ich jetzt mal, die Dragon Ball Filme bisher alle so, oder Dragon Ball Z Filme hier zu Hause. So, dann geht es weiter mit einer kleinen Amazon-Bestellung. Und zwar Volume 1 von Attack on Titan The Final Season Part 1. Hier im Sammelschuber kommen ja auch nur zwei Volumes raus. Habe ich bisher noch nicht großartig gesehen. Man sieht, ist noch niegelneu eingeschweißt, von daher. Bin mal gespannt, wie die wohl ist. Die ersten Rezensionen haben sie ja gesagt, geheißen von wegen, ja, die ist gar nicht so gut und bla. Aber mal sehen, was dabei so, oder ob das wirklich so ist. So, dann auch mit bei der Amazon-Bestellung mit bei. Das Blu-ray Steelbook von Raging Fire, freigegeben ab 16. Richtig klasse, ist ein es schimpft sich Two Disc Special Edition, aber es ist einfach nur die 4K und die normale Blu-ray drin, also von daher. Richtig klasse Filme, Donnie Yen, richtig klasse Action-Thriller. Nicht so viel Martial Art, wie ich gedacht habe, aber das, was drin ist, da sieht man wieder, dass der Donnie Yen das auch noch mit. Ich glaube, der ist schon sogar fast 60, weiß ich gar nicht. Dass der da auch richtig derbe abliefern kann. Und ein richtig klasse Film, Raging Fire. Also kann ich echt nur empfehlen. So, dann werden jetzt einige denken von wegen, warum hat er sich die jetzt bestellt? Ich hatte ja mal vor einer gewissen Zeit die Sailor Moon DVD-Boxen gekriegt. Also einfach mal so gekriegt für, ja, eigentlich geschenkt, aber für ein Apfel und ein Ei. Ich habe da noch ein bisschen was gut gemacht, alles gut. Ja, ich habe es getan. Ich habe es wirklich getan. Ich habe mir Staffel 1 und 2 auf Blu-ray bestellt. Was soll ich dazu sagen? Also ich habe die Serie früher gern geguckt. Und ich muss auch sagen, ich hatte ja Staffel 1 auch schon mal auf Blu-ray. Und wenn jetzt so langsam peu à peu jetzt doch die Staffeln auf Blu-ray rauskommen, es sind ja dann nur 5, das ist ja dann, mein Gott. Aber
Ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht. Von daher kann ich da jetzt mit leben. So, dann hatte ich durch Zufall eine eBay-Kleinanzeigen-Anzeige gesehen. Da hat jemand Steelbooks aufzugeben, aber es war eigentlich nur ein Paket. Da hatte ich dann gefragt, die anderen drei habe ich schon, wie viel soll denn das eine nur kosten, wenn er das einzeln verkaufen würde? Ja, das ist das Gefragteste. Ja, komm, können wir so 30 Euro mit Versand machen. So gut, okay. Und somit habe ich jetzt das Frankreich-Import, ist das Frankreich, ne? Ja, das Frankreich-Import-Steelbook von John Carpenter's The Fog mit deutschem Ton. 4K Blu-ray plus normale Blu-ray plus Bonus-Disc. Alles mit deutschem Ton, beziehungsweise die Bonus-Disc ist natürlich deutscher Untertitel, klar. Aber richtig klasse und eben halt jetzt endlich im Steelbook The Fog. Richtig geil, kann ich auch nur empfehlen. So, dann geht es weiter mit einem kleinen Trödelmarktbesuch. Dazu muss ich leider noch ein, zwei Sachen sagen. Und zwar ist da die Ausbeute doch positiv größer ausgefallen wie gedacht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich das hier so hinkriege. So, da war ich nämlich erstmal, waren eigentlich größtenteils alles Privatstände. So, dann bin ich erstmal ein bisschen rumgegangen, dann habe ich noch so ein, zwei Stände gesehen, wo ich gedacht habe, oh, okay, da ist, könnte was sein. Bei dem einen Stand, das war auch ein älterer Herr, alles gut, da habe ich einmal mitgenommen die 3D Blu-ray, aber auch mit in 2D abspielbar, Monster House, freigegeben ab 6. Habe ich teilweise bisher nur gesehen. Ich habe den nie ganz gesehen, den Film. Und ich glaube, für was sollte der kosten? 3 Euro oder so? Mitgenommen. Und nigelnagelneu eingeschweißt, war eingeschweißt, AI, künstliche Intelligenz. Freigegeben ab 12, leider ohne Wendecover. Hat dann gekostet 6 Euro, weil eben halt neu eingeschweißt. Von daher kann ich die beiden schon mal der erste Streich. So, dann ging es weiter bei einer, so ein bisschen ältere Frau. Da habe ich noch ein paar Blu-rays gefunden, beziehungsweise DVDs und Blu-rays gefunden gehabt. War aber größtenteils nicht viel dabei. Deswegen habe ich jetzt 3 Stück hier mitgenommen sag ich gleich was zu. Einmal, wo ich nie was von gehört habe, beziehungsweise gar nicht weiß, worum es da jetzt genau geht. 5 Minutes of Heaven, freigegeben ab 12 mit Liam Neeson. Sagt mir gar nichts. Also hier steht nur packendes Drama um Mord, Rache und Vergebung. Wie gesagt, keine Ahnung, worum es da geht. Dann habe ich da auch noch ergattern können, die Blu-ray von Rescue Dawn, freigegeben ab 12. Hatte ich ja auf DVD, so fliegt jetzt die DVD raus, Blu-ray bleibt drin. Und das 2-Disc-Set von The Contract und The Cleaner, freigegeben ab 16. Und ich habe jetzt für die 3 Blu-rays 6 Euro. Also ich habe für die beiden 4 Euro, also für dieses Double Feature 4 Euro und für die beiden nur 1 Euro. Also von daher optimal. So, und dann wollte ich eigentlich schon den Heimweg antreten und habe im Augenwinkel nur gesehen, dass da ein Händler, den ich auch schon, wo ich öfter schon mal was gekauft habe, gerade seinen Stand aufbaut. Und habe ich gedacht von wegen, oh, ja, dann warte doch noch mal ein bisschen. Warte doch mal, vielleicht hat er ja noch ein bisschen ein paar interessante Sachen. Ja, hat er auch gehabt. Und zwar, zum einen, auf Blu-ray hatte ich vorher auf DVD, DVD fliegt raus, Blu-ray bleibt jetzt drin. Knights of Badassdom, freigegeben ab 16. Der ist einfach nur abgedreht, der Film, aber so genial geil. Mega. Dann, welchen ich schon mal im Free-TV gesehen habe, ich glaube, der war auf Tele 5, glaube ich, kam der. Red Hill, freigegeben ab 18. Ein richtig klasse, moderner Western aus Australien. Ich glaube, das ist aus Australien einer. Meine ich. Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Ich meine, der ist aus Australien. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ein richtig klasse Film. Kann ich auch nur empfehlen. Dann Quarantäne.
freigegeben ab 16, hatte ich auch schon mal auf DVD. Klasse. Aber da werde ich mir nur den ersten von holen, weil den zweiten, den fand ich jetzt nicht so toll und das Original muss ich jetzt auch nicht haben, von daher. Dann auch noch mit Tunnel Rats Special Edition. Meiner Meinung nach einer der besseren Filme von Uwe Boll. Kann ich jetzt echt nicht meckern, freigegeben ab 16. Fand ich auch berechtigt ab 16. Also die Szenen, die drin waren. Ja. Dann auch noch mit dabei We Die Young, freigegeben ab 18 mit Jean-Claude Van Damme, mal in einer Rolle, wo er echt nicht viel spricht. Aber ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Gut, man sieht Jean-Claude Van Damme jetzt nicht so derbe viel, dass man jetzt sagen könnte, oh ja, er ist die Hauptrolle. Aber ich fand ihn jetzt echt gar nicht mal so schlecht. Was mich richtig positiv überrascht hat, welche ich nicht gefunden habe, wo ich im Nachhinein noch gesehen habe, dass da die Blu-ray richtig noch teilweise richtig viel kostet, neu. Exists, freigegeben ab 16. Hatte ich auch mal auf DVD, habe ich verkloppt. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal einfach mal so gedacht, von wegen, ach, der ist ja eigentlich, war der ja gar nicht mal schlecht. Könntest du ja mal holen. Und dann habe ich mal auch so ein bisschen geguckt, so Blu-ray-mäßig. Und habe ich gedacht, oha, ich glaube, die fangen bei 30 Euro an, die Preise oder so. Ich habe jetzt 4 Euro dafür bezahlt. Von daher. So, und dann zu guter Letzt. Ja, der Film war nicht so toll. The Frankenstein Theory, freigeben ab 16. Ja, 16. Uncut Edition. Ja, die Landschaftsaufnahmen sind super. Also es spielt ja alles in der Arktis etc. Die Landschaftsaufnahmen sind wirklich klasse. Also die Schneeaufnahmen, alles schön. Aber der ist für mich viel, der geht 87 Minuten und man sieht wirklich nur am Schluss das Frankenstein-Monster. Und da denke ich mir so, okay, hätte man mehr daraus machen können, aber und wie gesagt, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, dass ich das jetzt noch mal eben und die beiden noch bleibst du hier. So. Das war dann meine gesamte Ausbeute von Trödelmarkt. Ich bin mit keiner Erwartung hin und positiv dann von dannen gezogen. Sagen wir es mal so. So, dann, jetzt kommen noch zwei, drei Sachen und dann ist auch das Update schon wieder lang genug gewesen, sagen wir es mal so. So, zum einen habe ich mir wirklich noch bestellt, weil an sich die Serie gar nicht mal so schlecht ist. Wenn man jetzt die ganze, ja, ich sag mal, Vögelei beiseite lässt, ist die Serie gar nicht mal so schlecht. Gut, es ist auch ein bisschen creepy, weil dieses mit Rape and Revenge angehauchte Anime ist schon grenzwertig, aber egal. Ich habe mir wirklich bestellt Volume 2 von Redo of Healer. Freigeben ab 18, Volume 1 hat ja keine Freigabe gekriegt. Wohlgemerkt, Volume 1 keine Freigabe, Volume 2 ab 18. Hier eben halt in der Blu-ray-Edition, die DVD sieht genauso aus, von daher nur eben halt hier mit dem roten Strich und dann steht da Limited Uncut Edition und dann hier DVD. Von daher. Wie gesagt, Volume 2 noch nicht gesehen, Volume 1 habe ich mir angeguckt und habe gedacht, jo. Ich sag ja, wenn man diese Szenen, wo dann wirklich nur gevögelt wird bis zum geht nicht mehr weglässt, ja, also an sich ist die gar nicht mal so verkehrt, aber ja, ich bin so ein Komplettierungsfreak, dass ich das komplett haben muss, von daher egal. So, dann zum vorletzten Punkt. Und zwar auch schon angeguckt und fand ihn echt nicht schlecht, muss ich sagen. Zwar nicht so super wie Infinity War etc. pp., aber ich fand ihn gut. Und zwar Marvel's The Eternals, freigegeben ab 12 hier im 4K Steelbook. Leider wieder ohne Prägung. Also keine Prägung auf des Schriftzugs, so wie damals zum Beispiel bei Shang-Chi.
Zum Film. Ich fand ihn echt nicht schlecht. Ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Er war gut gemacht. Auch die Schauspieler waren richtig klasse. Alleine, dass hier auch, jetzt komme ich nicht auf den Namen, dass hier ein Schauspieler auch aus Train to Busan mitgespielt hat, etc. Richtig klasse. Also ein südkoreanischer Schauspieler. Angelina Jolie. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum die da ihre Stammsynchronsprecherin nicht hatte. Keine Ahnung. Aber ich fand ihn richtig gut. Und er hat natürlich ein paar Schwächen, aber ich fand ihn gut. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht in der Materie von den Eternals. So. Und dann zu guter Letzt muss ich noch einen Gruß loswerden an meinen fucking Freaks-Kollegen Timo, den Hessensammler. Ich habe dein Video gesehen von der, dein Review-Video von der Dune Ultimate Edition. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, ich habe ja meine DVD, meine diese DVD-Lederbuch-Edition, wo auch der Extended, die TV-Fassung drauf ist, die normale Kinofassung drauf ist, Bonus-DVD drin ist und die Soundtrack-CD mit drin. Und ich habe gedacht, nein, du brauchst keine Blu-ray. Ja, was soll ich sagen, Timo, du hast mich angefixt. Womit wir zum letzten Punkt meines Updates kommen. Noch niegelnagelneu eingepackt, die Ultimate Edition von Dune. Ja, ich habe es getan, ich habe sie mir wirklich bestellt. Sie ist noch eingeschweißt. Aber alleine schon so, wie das Ding aussieht, finde ich es genial. Also, Hammer. Und wie gesagt, Timo, super Video. Und ich fand es auch super, dass sich Kochfilms oder Kochmedia auch da mal was drunter geschrieben hat, unter deinen, als Kommentar. Finde ich richtig klasse. Und mega. Also die Box ist der absolute Burner. Also heftig. Vor allen Dingen auch das mit der Acrylbox. Mega. Kann ich echt nichts gegen sagen. Hab natürlich auch diese schöne Grußkarte gekriegt. Natürlich nicht das Metallschild, weil das gab es ja nur an die Vorbesteller. Aber ist für mich jetzt auch nicht so wild, weil ich kann sowieso nirgendwo was hängen. Von daher könnte ich schon, aber muss jetzt nicht. Ja, das war dann mein Update-Video. Ich sagte ja, es wird mal wieder ein größeres. Ich werde jetzt am Sonntag jetzt den, jetzt muss ich gerade gucken, wir haben heute den, ja, am 27.02. werde ich mit einem Kumpel auf die Filmbörse in Münster-Hiltrup fahren. Auf die Filmbörse in Münster-Hiltrup, ja. Mal nach langer Zeit mal wieder eine Filmbörse, wo ich war, seitdem das Ganze mit Corona etc. losgegangen ist. Mal gucken, was ich da so ergattern werde. Da wird natürlich dann auch ein spezielles Update nochmal von kommen, ist ja klar. Ja, hoffe jetzt, wie gesagt, erstmal das Update hat euch jetzt erstmal wieder soweit gefallen. Und ja, dann würde ich wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.